Bist du schon einmal interviewt worden? Wie war das genau? Erinnerst du dich? Hast du vielleicht eine Frage an mich? Ein paar schnelle Fragen. Fußball oder Volleyball? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was meinst du, gab es schon alles in der Kunst, ja oder nein? Wärst du lieber ein Rabe oder ein Specht? Gibt es eine größere Zahl als 10? Gibt es eine größere Zahl als 100? Gibt es eine größere Zahl als 1000? Gibt es eine größere Zahl als 10.000? Gibt es eine größere Zahl als 10 Millionen? Gibt es einen größeren Künstler als dich? Hast du in der AK schon viele Freunde gefunden? Hast du Abitur? Kunst, Drogen oder beides? Dieses Jahr schon einmal in der Isar gebadet. Okay. Bist du schon mal interviewt worden? Hast du vielleicht eine Frage an mich? Willst du überhaupt interviewt werden? Nein! Karin, darf ich jetzt interviewen? Jetzt? Genau jetzt? Oh mein Gott. Geht das nicht ein bisschen später? Warte mal, geht schon vor, ich komm gleich. Hey du! Ich interviewe dich jetzt ganz kurz. Nehmen Sie zu essen. Ja, aber das dauert nur 5 Sekunden. Okay. Bist du schon einmal interviewt worden? Wie war das genau? Erinnerst du dich? Hast du eine Frage an den Frager? An mich? Ein paar Schnellfragen. Fußball oder Volleyball? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was meinst du? Gab es schon alles in der Kunst? Ja oder nein? Was wärst du lieber? Ein Rabe oder ein Specht? Gibt es eine größere Zahl als 10? Als 20? Als 1000? Als 100.000? 10 Millionen? Gibt es einen größeren Künstler als dich? Hast du in der AK viele Freunde gefunden? Hast du Abitur? Kunst, Drogen oder beides? Dieses Jahr schon einmal in der Isar gebadet. Ja. Bist du schon einmal interviewt worden? Sie una volta de sotto veramente disastroso und in dem Mittelfeld. Sie una volta de sotto veramente disastroso und dimo futo cionco. Sie una volta de sotto veramente disastroso und dimo futo cionco. Sie una volta de sotto veramente disastroso und dimo futo cionco. Hast du eine Frage an mich? Come tu bereit tutto questo? Come tu bereit tutto questo? Come tu bereit tutto questo? Jetzt ein paar schnelle Fragen. Fußball oder Volleyball? Msunotei due. Was ist deine Lieblingsfarbe? Verde. Msunotei due. Was ist deine Lieblingsfarbe? Verde. Was meinst du? Gab es schon alles in der Kunst? Ja oder nein? Ja. Sie. Sie. Was wärst du lieber, ein Rabe oder ein Specht? Mama, und wir waren uns jetzt auch noch nicht so ganz sicher, wie wir damit umgehen. Wollen wir beide so gleiche Pose wirklich auch nehmen Willst du so? dann gleichzeitig antworten oder Gleichzeitig antworten. wird Nee. nacheinander? Wir gucken mal, wie das Nichts auf uns so wirkt. Okay. Boris Maxwowitsch. Alexander Eisfeld. Schön, das sind die ersten, die wohl das mal gemacht haben. Sich vorstellen. Seid ihr schon einmal interviewt worden? Wie war das genau? Erinnert ihr euch? Nein. Ja und nein. Habt ihr eine Frage an mich?
Tatsächlich schäme ich mich ein bisschen, Leute zu interviewen. Das ist ein komisches Gefühl. Man fragt sich, ob die Fragen jetzt wirklich relevant sind. Und das sind ja meine Fragen, die ich mir über Wochen jetzt ausgedacht habe. Und die hören sich dann wirklich auch furchtbar schlimm an. Und ganz schlimm ist, wenn ich jemanden frage, was schon 5-mal passiert ist, darf ich dich interviewen? Und dann sagen die einfach nein. Das ist wirklich so, als ob du einfach nur einen Korb kriegst. Ihr klingt wie zwei Menschen, die wo sich trauen, dem Nichts einen Namen zu geben. Ja, 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 das war endlich an der Zeit, finde ich. Also finden wir, nicht? Also das ist, es ist so viele Jahre nichts passiert und dann ist was passiert und dann ist wieder nichts passiert. Und man hat sich da völlig verloren. Man findet sich da nicht mehr zurecht. Synchronisieren. Oder vielleicht ja. Ich weiß nicht. Du wirst jetzt definitiv nichts sagen, eigentlich, oder? Eigentlich definitiv nichts sagen, sondern dann eher mit meiner Waldtrompete da mal kurz durchs Bild laufen oder so. Deine Waldtrompete. Waldtapete. Weißtapete. Wald, das ist eine Fototapete, wo ein Wald drauf ist. Ach so, was? Die da. Ja. Hihi. Das ist doch keine Waldtapete. Das schaut aber ends aus wie eine Waldtapete. Das ist die Waldtapete. Das ist nur das Fernglasl dazu. Cool. Ich hab's gleich. Okay. Warum machst du bei der Jahresausstellung nicht mit? Ja, ich hab bisher, wenn man mich gefragt hat, immer zwei Gründe angegeben. Der erste war so ein bisschen schwummrig und der erste war ein praktischer Grund und der zweite war ein schwummriger Grund. Der praktische Grund ist der, dass ich momentan eine Sache bearbeite, eine größere Sache, die den Rahmen der Jahresausstellung ein bisschen sprengen würde. Und das... Weißt du was, ich leg mich jetzt auf diesen Grund fest. Du schaust sehr intellektuell aus. Danke, ich lese gerade Adorno nebenbei. Na dann, viel Spaß. Ich lese Adorno, das habe ich mir vor 5 Minuten erst gekauft. Muss ich da jetzt auch antworten? Du kannst machen, was du willst. Ach, du meine Güte. Okay. Stefan Fuchs. Bist du schon einmal interviewt worden? Wie war das genau? Erinnerst du dich? So, kannst du mir deine Arbeit beschreiben? Meine Arbeit? Die du mit Raphael und Tobi machst? Das Archiv in der Akademie ist ja nicht richtig öffentlich zugänglich, sondern immer nur auf Nachfrage und ob man halt ein Projekt hat und wir wollten sozusagen den Charakter des Archivs umdrehen und sozusagen das Archiv öffentlich machen, dass du auch sozusagen Teile des Archivs mitnehmen kannst. Aha. Wir haben es natürlich dann beschränkt auf auf sämtliche Jahresausstellungen. Die Jahresausstellung gibt es erst wieder seit dem Jahr 83. Ich glaube insgesamt 4 oder 5 Jahresausstellungen mitgefilmt und diese ganzen Bände haben wir gesichtet und die sind auch in dem Rahmen. Okay. Nach dem Rahmen ausgestellt. Das ist ja echt interessant. Und die haben so ein bisschen gefilmt wie mit so einer Handycam. Also das ist eigentlich echt ganz nett gemacht. Mhm. Auch schon mit den alten Videobändern mit Teil 8. Auf den alten Videorekordern kann man immer so Fade-In und Fade-Out machen. Ja. Und da sind immer so schon so richtige Schnitte drin. Ach, das ist ja krass, dass es sowas gibt.
Bitte! Die Idee war eigentlich, dass ich das wirklich fast 3 Meter lang mache. Okay. 17, 36, 18. Gibt es eine größere Zahl als 10? Ja. Gibt es eine größere Zahl als 100? Ja. Größere Zahl als 1000? Ja. Größere Zahl als 10.000? Ja. Größere Zahl als 1 Million? Ja. Größere Zahl als 10 Millionen? Ja. Gibt es Wichtigeres als Kunst? Nee. Jetzt gerade, ja. Hast du ein Problem damit? Ja, schon. Lass uns eine rauchen. Kleine Pause machen. Ja, ich hätte euch ja bei der Arbeit stören können. Das wäre noch schlimmer gewesen. So, okay. You... Did you ever had the experience of an interview before? Not really. Not really? What means that? It means not this... well, okay, no. Do you have a question to me? A question? Yeah. I'm interested in what you're doing actually, so would ask you, why are you interviewing everybody? Because it was the idea of our professor. Ah, okay. Did you ever had an interview before? Yes, actually once. And how was it? Yeah, it was okay. It was for the radio. Okay. So it's kind of funny because you actually talked to nobody. And yeah, it felt just strange. Okay. Do you have a question to myself? To yourself? I thought about that you might ask me something like that, and we were talking about it. Did you, when you learned German, did you learn first Bayerisch, or did you learn Munich? Du, die Maria? Nee. Okay, ich bin nur gerade auf der Suche nach jemandem und ich dachte, weil du gegrinst hast, dass du es... Okay. Entschuldigung. Ist die Maria noch da? Nee, die arbeitet, Also ja, sie arbeitet noch hier, aber heute nicht. Ja, okay. Gut, danke. Tschüss. Anna? Bist du schon einmal interviewt worden? Wie war das genau? Erinnerst du dich? Ich erinnere mich nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, wie es war. Aber bist du schon mal interviewt worden? Es kann schon sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Es kann schon sein. Möchtest du jemals berühmt sein? Außer wenn man mein Gesicht nicht kennt, dann vielleicht schon. So schon, aber ich will auf keinen Fall so berühmt sein, dass ich irgendwo erkannt werde oder so. Okay. Cool, das war's eigentlich schon. Willst du noch was über deine Arbeit sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, noch nicht. Gut, danke.